Achso. Was kommt jetzt? Ah, hässliche Dreckspuppen wieder. Also die sind sehr langsam, die Puppen. Das ist der Vorteil. Aber die machen so ekelhafte Geräusche. Achso, es sind nur Puppen. Oh mein Gott, wir werden überrannt. Aber bis die hier sind. Also die haben auch diese Gaswolke wie die Terrence und Philipp Puppen. Das heißt, ich schätze mal, wenn die sterben, dürfen die nicht zu nahe kommen. Also nicht ohne weiteres. Oh, das ist doch so ätzend ist das. An sich, Moment, ich brauche die Dodgeball sowieso nicht mehr. Zang! So. Wie sieht es mit normalen aus? Reicht einer? Nein, okay. Dann nehme ich das lieber so. Piu! Aber ich soll das Maschinengewehr benutzen, so wie es aussieht. Also, weil ich werde hier mit Munition dazu geschissen. Oh, kleine Buggies zerstört. Schön. Die haben glücklicherweise keine Fernkampfwaffe. Also, der Rest ja schon. Dafür sind die recht schnell. Also, das sind, glaube ich, die schnellsten Einheiten, vielleicht neben den Flugzeugen. Aber die verstecken sich auch gerne. Die kommen einfach, die spawnen einfach mal direkt in meinem Gesicht quasi. Was schon recht nervig sein kann. War es das jetzt? Da hinten ist was gespawnt. Panzer! Okay. Ah, verdammt. Okay. Ist sowieso wieder irgendwo so eine scheiß SWAT-Begrenzung, ne? Habe ich recht? Ja, natürlich. Das war doch so klar. Es war doch so klar. Also irgendwo Panzers. Was ist das? Ein Püppchen! Ein Püppchen! Oh, ich hab... Was? Oder hab ich die jetzt aus Versehen gewechselt? Ich hab keine Munition mehr! Was ist los? Und dann sehe ich jetzt da nicht ein. Bin ich ja ehrlich. Stehe. Ja genau, das Nervige ist auch noch dazu, dass sie einfach drei Schneebälle aushalten. Dass ich mich bewegen. Ich bin ein fauler Mensch. So, okay. Dann die Püppchens. Immer noch nicht. Ein Truthahn! Wo kommt ihr denn her? Ist ja kein Spielzeuge. Ja, auch die Truthähne stammen aus einer Folge. Habe ich, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt. Verflucht. Ist ja egal. Lieber doppelt als gar nicht. Aber so mit Spielzeugen, sowas gab es bei South Park noch nicht. Roboter gab es schon, aber nicht in der Form. Ah, ihr geht mir echt auf den Keks, Leute. Wisst ihr denn eigentlich? Ah. Wollt ihr nicht mal schießen, Panzer, oder seid ihr nur zur Dekoration jetzt auf einmal hier? Wow, 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 wow. Jetzt müssen wir nämlich die kleinen Panzer überfahren können. Also ich finde es schon recht amüsant. Gut, ich habe jetzt natürlich einen Fehler gemacht, ich bin recht weit vorgegangen, deswegen spawnen jetzt recht viele Gegner. Was aber hinterher auch eine Zeitersparnis ist, was gar nicht mal so schlecht ist eigentlich. Ach, okay, jetzt kommen erstmal die Panzer. Die Panzerarmada. Das war es immer noch nicht, okay. Was kommt denn jetzt? Immer noch The Planes! Snakes in the Plane! Oder Plane in the Snakes? Ich weiß es nicht. Oh! Es scheint der Form einer Fresse. Ich glaub's ja nicht. Oh, ja. Wann öffnet sich die Tür? Wenn ich dich kaputt gemacht habe, vielleicht? Und? Warum nicht? Achso, weil da noch einer kommt. Okay, ich verstehe. Dankeschön. Oh. Ja, das meine ich halt. Das ist halt einfach mühselig. Vor allem, weil das Ziel hier auch nicht ganz so leicht ist. Weil die Steuerung ist, wie gesagt, nicht sensibel genug, dass man so wirklich so ein Stückchen nach oben gehen kann, sondern bis jemand checkt, dass ich nach oben ziehen möchte, vergeht meistens schon eine gewisse Bewegung. Dann ist halt immer ratzfatz. Fuck! Fuck! You! Ah, fahrt on the face! Die sind echt nervig, diese scheiß Tanks. Fuck! Fuck! Komm, geh kaputt! Geh kaputt! Danke. So, okay. Got chicken? Woohoo! Huh? You will respect my authority!
Oh, ist das schon das böse, das Kack-Level, was ich überhaupt nicht mag? Ah, ich glaube, hier gibt es einen kleinen Trick, glaube ich. Ich bin mir da jetzt gerade nicht so ganz sicher. Und zwar, wenn wir nämlich verdammt normal die Terrence Philip Puppen nehmen, können wir die, glaube ich, treffen. Während der noch da drin ist, genau. Das ist ganz praktisch. Oh, bist du kaputt gegangen? Oh, schade. Tut mir jetzt aber sehr leid. Ich erst mal schön ein paar Dutschboss in die Fresse. Pum, pum. Oh, verdammt. Sprengstoff gefüllte Dodgeballs. Das ist doch mal was. So lässt sich doch arbeiten. Who's your daddy? Ui. Das Geile ist halt bei den Sterbensfilmpunkten, man kann die Effektivität einfach mal exponentiell steigen lassen, indem man einfach ein paar auf die wirft. Das Ärgerliche ist es natürlich nur Beefcake. Ja, das ist halt, wo es die ganzen Puppen gab, ne, das habe ich jetzt verpasst. Okay, jetzt kommt ein Scheiß-Level. Oh mein Gott. Okay, okay, okay. Vier Tanks und 128 Minions. Bis es Cartman, call Woman. Ja, weil Cartmans Mom ist eine... sie ist gesellig, sagen wir mal so. Und das hat jetzt nichts mit Alkohol zu tun, ne? Wisst ihr Bescheid, ne? Okay, 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 okay. Schau, wie ich mich da jetzt schlagen werde, weil da bin ich jetzt nämlich gestorben. Kurz vor Ende, was sehr ärgerlich war. Aber da renne ich jetzt auch erstmal einfach nur durch, weil das ist ein richtig nerviges Level, finde ich. Ah, wobei. Wenn ich das jetzt chronologisch mache, dann habe ich natürlich hinter. Achso, Entschuldigung. Ah! Navigiere durch Hells Parkplatz und finde den. Oder erhalte den Eintritt zu dem Spielzeugladen. Parking Problem. Das ist jetzt nämlich ein recht langes Level. Oh, was ist da alles Schönes drin? Nicht unbedingt, was ich was unbedingt haben muss, aber ich nehme es trotzdem natürlich gerne. Ja, sicher noch. Ich will den Dodgeball da oben. Was überhaupt ist das eigentlich? Egal. So, wir nehmen einfach den Dodgeball schon mal. Blitzen ihn. Weil damit kriegen wir halt die Minions so schön platt. So schön schnell. Einfach einmal werfen und zack, Kapotski. So wie sich das gehört. Also ein dynamisches Waffenwechsel wäre schon extrem gut hier in dem Spiel. Also man gibt es hier einfach nicht. Es ist halt noch alt. Also so ein Waffenrad à la Ratchet & Clank oder so. Das wäre schon ziemlich cool. Oder neue Spiele. Also sowas gab es damals echt nicht. Deswegen gab es wahrscheinlich auch nicht so viele Waffen in den ganzen Spielen. Weil es sich halt einfach nicht angeboten hat. Bis man da mal die richtige Waffe hat. Oder dass man die halt wirklich übers Pausenmenü auswählt oder so. Boah, ich treffe den aber auch nicht. Weil da könnte ich natürlich auch einfach seine ganzen Waffen verballern. Das geht auch. Das demonstriere ich gerade wunderbar. So, geht jetzt schon mal weg. Verdammt! Alter, Sniper hier oder was? Schrecklich. Fuck you. Ich habe gedacht, jetzt kann ja nicht weit genug. Und ich krieg hier. Ball! Ich fahre. Okay, ist ein Flugzeug unterwegs. Ey, weißt du was? Leck mich echt. Ich nehme wieder meine dummen Schneebälle. Sind zwar langsam, aber damit treffe ich wenigstens. Oh, mein Nacken juckt. Hilfe! Hilfe! So, okay, da ist schon der erste Tank, wie ich sehe. Okay, ja gut, ich renne doch einfach durch. Besser ist das. Bleibst du wohl stehen, Kollege? Bleibst du wohl stehen? So, zack. Und tschüss, Astrein. Ich habe aber nicht mehr so viele Puppen. Das ist echt recht beschissen. Dann würden wir auch noch am nächsten Level ordentlich helfen. Komm, verpiss dich in deine Kiste. Das Schöne ist, oh, die Minions hier spawnen. Es sind auch immer einige. Die sterben direkt mit. Okay, wir haben nicht mehr viele. Das ist sehr schade. Ja, und der scheint da einfach der Arsch. Bleib stehen, Junge. Und... ja, gut, er ist noch gestorben. Das ist gut. Oh, die Tür ist schon offen. Oh, mein Gott. Das ist so sauber. Okay. Das war die erste Tür. Was? Scheiße. Hey, Carmen, you love that stuff. I love that stuff.
Fand ich lustig. Okay, ich mag es sowieso immer, wenn die rumschreien. Das ist immer sehr cool. Die werden übrigens auch von den beiden Entwicklern selbst synchronisiert. Oh mein Gott! Also jetzt nicht, also auf Englisch natürlich, ne? Ah, komm. Zack! Zack. Das ist echt scheiße, weil ich habe echt meine Munition verbraten. Vielleicht kann ich hier ein bisschen was auffrischen. Das wäre natürlich sehr cool. Oh ja, neue Puppen. Die brauche ich auch. Dankeschön, ey. Das wollte ich jetzt wirklich haben. Und noch mehr. Okay, immerhin. Maschinengewehr ist auch nicht schlecht für die Minions. Dann benutze ich dann auch mal, würde ich sagen, ne? Kaffee getrunken. Auch eine Folge habe ich heute noch gesehen, als ich mein Wohnzimmer hier ein bisschen fertig gemacht habe. Okay. So, dann schauen wir doch mal hier. So, okay, wo war der Eingang? Ich hab dich doch getötet, sag mal. Wie oft soll ich dich noch beschießen? Wo war hier nämlich der Eingang? Da nicht. Sondern hier, genau. Ist er ein Tank oder was? Die, Motherfucker! Das wird gar nicht mal so schlecht. Ja, vor allem die schnellen Gegner, die gehen mir hier natürlich ordentlich auf den Keks. Oh, jetzt muss ich mich gerade mal kurz nasentechnisch. Okay, alles klar. Die sind auch sowas von nervig, diese blöden Pissflitschen hier. Könnt ihr mal aufhören, mich zu beschießen? Oh nein! Mann! Nein! Oh mein Gott, ich bin überfordert, es sind zu viele! Vielleicht sollte ich mich doch erstmal um die kümmern, die jetzt auf mich zukommen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Oh mein Gott, okay. Also die unmittelbare Gefahr ist jetzt gleich erstmal beseitigt, das ist schön. Und hinter mir ist ein Tank, wie ich sehe. Da erscheint ihr Schweine, okay. Ich habe nicht getroffen. Ich habe zweimal daneben geschmissen. Die Kacke. Ich glaube, ich kann die hier alle abfangen, die Tanks. Weil ich glaube, die kommen immer hierher. Was auch gut ist, weil da hinten spawnen, lasse ich nämlich noch nichts spawnen. Jo, alles klar. Also ich kann hier aber auch den schon mal hier rausnehmen. Genau, kommt einfach her. Kommt einfach her. Und lasst euch von mir... Wups, 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 wups und tschüss. Komm, ich nehme mich mal auch mal einen mit hier. Wo bleibt der Nächste? Komm bitte raus. Ich hab der doch was spawnen lassen, der Arsch. Ich glaub's ja nicht. Komm, da, Motherfucker! Auf jeden Fall, wenn man nicht schnell genug ist, ne, dann kommen die hier einem halt immer entgegen. Dann wird man immer zurückgedrängt und dann kommen immer ganz viele Minions. Und das ist richtig ätzend. Okay, jetzt erscheint der da, der Tank. Okay. Erstmal will ich jetzt, bevor ich jetzt mich um die Tanks kümmere... Ich krieg die nicht platt. Und tschüss. So, weißt du was? Weißt du was? Ordentlich. Ich komm hier echt nicht hin. Ich seh schon wieder. Wo kommst du denn her, sag mal? So eine Scheiße meine ich hier. Komm ich nicht zurecht. Kack, ja. Es ist sinnlos, sie von hinten abzuwerfen. Mit den tollen Sachen, die ich hier hab. Eieieiei. Ich hab keine Puppen mehr, verflucht. Jetzt werde ich wieder ordentlich in mich zurückgedrängt. Ich weiß nicht, ob es eine bestimmte Anzahl an Minions ist, die ich töten muss. Nehmen wir den normalen Schneeball. Mit dem treffe ich wenigstens. Komischerweise. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der jetzt so eine große Hitbox hat, quasi, weil es halt so ein fetter Schneeball ist oder so. Oder ob die Spieler wenigstens gedacht haben, ja, die Waffe ist ja recht schwach, ne? Dann gib wenigstens einen Trefferbonus. Du kannst mal bitte rauskommen. Und das ist halt auch so nervig, dass man immer warten muss, bis die Spacken hier mal aus dem Kack rauskommen. So, stirb. Der ist doch nicht tot? Was? Nein! Okay, mach dich damit kaputt. Das sehen wir ja eigentlich recht wenig, wo mich ich töte, hauptsache du stirbst. Nicht auf mich zu hüpfen! Mach doch deinen Kack da, deine komische Kanone da. Und die Tür ist offen, wir können rein! Oh mein Gott! Vielleicht ist da hinten aber noch Munition, weil die hätte ich mich auch gern. Rotz mich nicht voll, Kollege.
Hier so? Oh, das... Da ist... Ach, das ist der Kuhwerfer. Okay. Ah, den werden wir gleich auf jeden Fall noch gebrauchen können. Weil der ist doch ziemlich gut. Ah, ich will mal ganz kurz was checken.